So, willkommen wieder zu einem weiteren Statistikvideo von meiner Seite aus. Und ich weiß, sie sind ziemlich langwierig und langweilig und die ziehen sich und ich habe selber keinen Bock drauf. Aber zum Jahresabschluss wollte ich das mal fix reinwursten, dass wir da mal einen Überblick haben. Wir wollten also eins machen über die Medaillen, eins über die Shinies, die ich habe, eins über die 100er, die ich alle habe und über die Arenen, da mal ein bisschen drüber sprechen. Und heute sind wir beim Thema Arenen angekommen. Wie viele Arenen, was für Arenen, wo sind die Arenen, sonst was, keine Ahnung. Ja, kuscheln, genau, bam. Wir gehen jetzt mal hier drauf, schauen mal in, wo haben wir es denn? Die Liste. Und wer das noch gar nicht kennt, ihr habt hier unten links ein Symbol, was aussieht wie so eine zusammengefaltete Karte. Und wenn ihr da drauf geht, seid ihr in eurer Weltübersicht und könnt sehen, wie viele Arena-Orten ihr insgesamt habt, wie viele Arenen ihr gedreht, besucht, bekämpft habt. Bei mir sind das 519. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele Arena-Orte ihr insgesamt jetzt schon habt. Und ich glaube, man kann bis zu 2000 Arena-Orten haben, also nicht haben, man kann mehr haben, aber es werden nur bis zu 2000 angezeigt. Wenn ihr also jetzt dann in diese Liste geht, werden die zuletzt, also die 2000 zuletzt besuchten Arenen, glaube ich, angezeigt. Vielleicht ist das auch alles nur erfunden und gelogen, keine Ahnung, ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt. Bin jetzt also bei 519, dann könnt ihr mal so drauf drücken, dann seht ihr, spaltet sich das auf. 302, 145, das ist überall so verteilt und wir gehen natürlich immer ein Stück weiter rein, damit wir immer näher kommen, wo die meisten sind. 102, und das seht ihr schon, was ist das hier drüben, das ist schon aufgedingst. Melrichstadt, Bahnhof, da seht ihr, wie weit er entfernt ist, hier haben wir aber 41 noch. Hier 17, hier 13, 6, und das sind schon genau die Arenen bei uns hier oben, da sehe ich schon Schwimmbad, Wildgehege und so weiter. Hier habt ihr die restlichen von uns, die jetzt da dazugekommen sind. Und mal kurz noch hier rüber schauen, was ist das? Kirche Hessberg. Hey, Hessberg ist aber weit fort. Aber ich habe noch was anderes gesehen, wo auch ziemlich viel war. Hier oben 16. Und was ist da denn los? Das ist die Ecke Schleusingen. Genau, Gedenkstein. Weil in Schleusingen sind auch viele auf einem Haufen. Aber das ist jetzt wurscht. Das gucken wir uns jetzt nicht weiter an. Beziehungsweise, wir können ja noch mal ganz rausgehen. Oh, das war falsch. Wo ist denn was Einzelnes, was ganz alleine ist? Wir gehen mal ganz hier an den Rand. Und noch weiter an den Rand. Und hier mal an den Rand, wo die zwei sind. Und schauen, was das ist. Heavy Metal Entry. Und die bunte Kanalbrücke. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo das ist. Führt auf jeden Fall über die Ruhr. Wer die kennt, kann es ja mal reinschreiben. Aber ich habe jetzt mal die Orten sortiert nach Punkten, dass wir da mal reingehen und mal durchscrollen. Da seht ihr auch gleich, wie viele goldene Arenen ich habe. Und ihr seht unten auch immer die Statistiken, wie viele Siege an der Arena sind, die Verteidigungszeit. Hier jetzt also 110 Tage, 17 Stunden bei 1300 Siegen und 2800 Snacks. Das ist die Arena mit den meisten Punkten bei mir. Da wurde am meisten dran gemacht. Wir können ja mal mit der zweiten vergleichen. 1860 Siege, 1300. Da habe ich also mehr dran gekämpft. Das ist nämlich meine Heimarena. Trotzdem hat die hier mehr, weil da eben mehr Snacks reingefüttert wurden, 2800. Und weil auch die Verteidigungszeit höher ist. Da habe ich also öfters drin gesessen, länger drin gesessen, mehr reingefüttert. Und da ist nicht so schlimm, dass man nicht so viel dran gekämpft hat. Ja, trotzdem insgesamt einfach mehr Punkte. Ihr könnt über Calci e.V. ja auch eure Arena-Orten abscannen, dass ihr die Punktzahlen seht. Wenn ihr jetzt die noch nicht Gold habt, wird euch genau auch angezeigt, wie viele Raids müsst ihr noch machen, um die auf Gold zu kriegen oder wie viele Verteidiger reinsetzen oder wie viele Bären füttern. Das nur als Tipp. Wer meine Arena sieht und gerne wissen möchte, wie lange die noch braucht, bis sie dann Gold wird. Das also bei uns, die tanzenden Löwen unten. Bei der Meldestelle, dann die Stolpersteine, meine Heimarena ist dabei, Brücke der Technik, das ist unsere X-Raid-Arena hier vor Ort. Stadtwappen oben bei der Kirche und beim Krankenhaus, auch sehr beliebt, weil die mitten in der Stadt ist. Stadttheater ist in der Nähe von der Brücke der Technik, da geht auch immer was, es sind auch in letzter Zeit wieder viele Veranstaltungen.
Chiroterio-Monument, das ist der Pisse-Dino, wie man so liebevoll sagt, ist beim NKD, auch mitten in der Stadt hier auf dem Markt. Schwimmbad Hildburghausen war mal eine X-Ray-Arena, war dann keine X-Ray-Arena mehr, wie ihr seht, ist jetzt wieder eine X-Ray-Arena und da ist auch ein Pass gerade draus für 29. Dezember, 13 Uhr. Angeblich soll es da also auch schon das neue Deoxys geben in seiner Angriffsform, was man auch solo angeblich machen kann. Wir sind gespannt, wir sehen sie dann am 29. Dezember. So, Denkmal von Charlotte, das ist die Friedhofsarena, ja, auf dem Friedhof eine Arena, das muss natürlich sein. Dann haben wir das Wildgehege, da gibt es zwei Stück, die Wildartentafel und das Holzwildschwein. Ja, das kommt genau danach, wie ihr seht. Da bin ich nicht so aktiv, da geht man nämlich ungern hin, gerade am Holzwildschwein. Da ist immer so matschig und den Berg hoch und da ist auch beim Raiden ist immer sehr pissig dort. Da kann man auch nicht mit dem Auto hinfahren, da muss man immer aussteigen und viele sind ja bequem, wir wollen immer nicht aussteigen. Kirche Hessberg, da habe ich gewohnt, also nicht in der Kirche, aber aus Hessberg komme ich ja eigentlich. Ist also sozusagen meine zweite Heimarena, natürlich auch schon auf Gold. Teckenmühle geht dann also Richtung Steinfeld hinterwärts, ist Teckenmühle, da auch im Wald. Geschütztes Bodendenkmal Steinsburg, Tafel 1. Bei den Gleichbergen, in Gleich am Berg, sind vier Arenen verteilt, auch mitten im Wald. War auch schlimm, da überhaupt hinzukommen. Da war man froh, wenn man einmal drin gesessen hat, die Zeit mit einmal abgesessen hat und dann nie wieder dahin musste. Sonnentafel, Thüringer Wald, gehört da glaube ich auch dazu. Das Bergloch von Steinfeld gehört wieder zur Teckenmühle mit. Sagt ja schon der Name, Steinfeld ist auch da mit dabei. Steinsburg, kleiner Gleichberg. Und kann man das eigentlich sich nochmal genauer angucken? Nee, leider nicht. Ich dachte, da kann man das Bild jetzt groß machen. Das hätte nämlich richtig cool ausgesehen. Oh mein Gott, jetzt bin ich schon wieder raus. Also drücken wir hier drauf. Wir drücken jetzt lieber nicht woanders rum, sonst sind wir nämlich gleich wieder draußen. Da seht ihr nämlich eine schöne winterliche Landschaft. Chapelle Albrechts, also die Kirche in Suhl. Albrechts ist dabei, Feste Heldburg, Haupteingang, Baumiger Rastplatz, ist auch bei den Gleichbergen, die Kirche in Simmershausen. Ihr seht also meistens, Kirchen sind sowieso Pogestops oder Arenen, genauso wie Bahnhöfe, findet man auch oft. Gedenkstein zur Wiedervereinigung in Bad Rodach, die Slusia am Wassergraben in Schleusing. Zwei Pferde ist auch nachträglich in Schleusing dazugekommen, wenn man reinfährt. Klosterruine Fessra, da ist ein Museum auch drumherum, da kommt man eigentlich gar nicht rein, aber mit einem Spezialdreh kommt man da doch rein, nämlich einfach reinlaufen. Ha, am besten, wenn es dunkel ist, es sieht euch keiner. Bismarckturm in Hildburghausen, wo man auch jeden Tag im Sommer hochgelaufen ist, auch hochgefahren ist, viele Raids gemacht hat, aber seitdem der auf Gold ist, ist da auch kaum noch jemand hochgegangen, ist ein bisschen abgelegen. Historische Kirche in Pfalzdorf, darf natürlich auch nicht fehlen. Wasserfrau in Bad Rodach, tanzende Leute in Bad Rodach, ist im Prinzip sozusagen auch wie ein Bahnhof, ist auch so eine Pizzeria dort, direkt bei den tanzenden Leuten. Gästehaus Café Fadler aus Rodach, Gedenkstein, Rodach, denke ich mal, Stadt Rodach, Grenzstein. Nein, GPS, jetzt nicht. Stadt Rodach, Grenzstein, sagt's auch. Fachwerkhaus in Thema, den Thema gibt's auch. Green and Blue Building beim Habermas. Jakoo kennt vielleicht jemand und ist auch in Bad Rodach. Stadtturm, oh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Fallen Angel auf jeden Fall in Schleusing. Kleine Meerjungfrau mit Kids. Der Schleusinger Markt, das ehemalige Lazarett Hildburghausen, ist auch als neue Arena bei uns hinzugekommen. Da ist jetzt der Maßregelvollzug drin, der sensible Bereich, wie der nette Herr immer sagt. Deswegen ist es immer assi, wenn da 20 Leute mit 10 verschiedenen Autos ankommen, weil die immer zu zweit sitzen und dann dort Raids machen wollen, direkt am Eingang. Also das muss ja nicht sein. Ist halt blöd, wäre schön, wenn man die ein Stück verschieben könnte. Bahnhofthema ist dabei. Bamberg, hey, und Bamberg ist nicht in Bamberg, Bamberg ist auch in Bad Rodach, eine Arena Bamberg, die ist auch eine X-Ray-Arena, und zwar, ja, beim Thermalbad, genau wie die,
sie nicht, die Meerjungfrau mit Kids, die vorhin dabei war in Schleusing, ist zum Beispiel auch eine X-Ray-Arena mal gewesen in Schleusing, ganz am Anfang, dann aber nicht mehr. Eingangstor Alter Friedhof in Eisfeld ist auch wieder eine X-Ray-Arena, kann man hin. Froschmark, finde ich cool, ist auch süß und hinzugekommen in Schleusingen, Betender Engel, wieder in Eisfeld, Feuerwehr Schleusingen, Denkmal der Zwangsaussiedlung, Porta Verde an der alten Schule in Eisfeld, Turm, müsste glaube ich auch in Heldburg sein, bin ich mal vorbei, habt ihr glaube ich auch mit einmal voll gekriegt. Ihr seht, gerade mal 8 Siege, gerade mal 200 Snacks, aber 18 Tage da gesessen, also ja, da habe ich ein paar Mal gefüttert und habe die Zeit glaube ich am Stück abgesessen. Fachdorf, Wappenbaum, in Fachdorf auch eine Arena auf dem Weg nach Meiningen, gibt's die. Bahnhof Eisfeld, wie gesagt, immer Bahnhöfe und Kirchen sind sehr beliebt. Rossfelder Dorfbrunnen, Statue Otto Ludwig, Waldfließgewässer. Und ihr seht schon, die Zeit wird immer weniger. Verteidigung gerade mal 9 Tage und 28 Siege und 780 Snacks. Aber eine Zeit lang gab es ja auch dieses Event, wo es die doppelten Arena-Punkte gab, wo ihr also, wenn ihr einen Raid an der Arena macht, nicht 1000 Arena-Punkte bekommt, sondern gleich 2000 für die Medaille. Und da hat man auch durchs Kämpfen und durchs Reinsetzen und durchs Füttern immer die doppelte Anzahl der Punkte bekommen. Dadurch war es eine Zeit lang einfach, Arenen in schneller Zeit auf Gold zu bekommen. Ja, und das war's auch schon mit den Goldenen. Hier geht's noch weiter mit Uhrenturm, Gedenkstein, alte Kirche beim Krankenhaus, die übrigens auch in Pferdstatue, die übrigens auch in Hildburghausen ist, auch jetzt neu dazugekommen. Die wird auch irgendwann mal auf Gold sein. Wenn ihr seht, hier oben haben wir angefangen. Das sind insgesamt 52 goldene Arenen bis jetzt. Silberne sind natürlich ganz viel. Ihr seht, das ist so bei der Hälfte ungefähr. Bahnhof Hildburghausen ist auch neu hinzugekommen. Kreissporthalle Werratal hier ist auch neu hinzugekommen in Hildburghausen. Also die werden auf jeden Fall noch Gold. Und dann viele Sachen, wenn man unterwegs war. Coburg ist auch vieles dabei noch. Viele auch die Bronze sind, wie ihr seht. Bei vielen ist man auch einfach nur dann vorbeigekommen. Und ist im Vorbeifahren hat man schnell den Stop gedreht, also die Arena-Scheibe gedreht, um die zu kriegen. Wir scrollen also einfach mal durch und mal durch, machen mal Stichproben. Bamberg Pavillon, denn immer wenn wir unterwegs waren, auch in Nürnberg, Weimar, Oberhausen, Gera, Prag, überall, Dortmund, hat man natürlich immer mal Arenen gedreht und mitgenommen. Kirche Waldorf ist auch dabei, Bahnhof, Bamberg, alte Wegmarke in Gefrees und da wieder lauter Zeugs, was man nicht lesen kann. Atlas Chep, jo, wie schon gesagt. Und da geht's dann zu denen, die schon gar keinen Status mehr haben, weder Gold noch Silber noch Bronze, die einfach nur ganz am Anfang waren, vielleicht einmal gekämpft oder einmal reingesetzt, gleich wieder raus. Und das GPS wieder, hier habt ihr auch nochmal die Nürnberg-Christuskirche, hier habt ihr Chemnitz, ist manchmal ganz, ach wo war ich denn? In der Schweiz war ich auch, glaube ich, als ich den James besucht habe. Und da habe ich auch ein paar Sachen erdreht. Die werde ich jetzt aber hier wahrscheinlich nicht mehr finden. Bruder, lass doch mal das GPS in Ruhe. Rocher Tower, Roche. Gibt's auf jeden Fall ganz viel, wie ihr seht. Und man kann immer weiter nach unten scrollen und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Wir gucken uns ganz unten auch nochmal an, was das letzte ist. Was am wenigsten hat. Jack in the Box habe ich da gerade noch gesehen. Ah. Genau, das sind die letzten. Maria mit Kind, Kunst U-Bahn, Bruder Mühlstraße, der Röckel Fountain, MGH Brunnen, Mühlstein, der Brudermühle, Thinking Lady, Wettersteinplatz, U-Bahn-Station, Patentamt und am wenigsten hat das Isator. 0 Siege, 0 Verteidigung, 0 Snacks. Da ist auch 0, da ist auch 0, und da ist auch 0, und da ist auch 0. Die wurden also wirklich alle einfach nur gedreht beim Vorbeifahren. Einfach mal eine finden, wo wenigstens irgendwo eine 1 steht. Würde jetzt zu lange dauern, wir können natürlich nochmal so eine Stichprobe machen und hier oben rein. 0, immer noch 0. Gut, dann lassen wir das einfach. 52 goldene Arena-Orten
Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele Arenen habt ihr insgesamt. Bei mir also 519. Und wie viele goldene Arenen habt ihr schon? Bei mir sind es 52. Was bei euch ist, schreibt es mal in die Kommentare. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal natürlich wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.